Die Deutsche Bahn. Wir sind eines der führenden Mobilitäts- und Logistikunternehmen weltweit. Für unsere Kunden setzen wir alles in Bewegung, damit sie ihre Ziele einfach, zuverlässig und sicher erreichen. Wir verfügen über 2300 Standorte in 130 Ländern. Rund um den Globus sind knapp 250.000 Mitarbeiter unermüdlich für die Kunden der Deutschen Bahn im Einsatz. Wir sind in allen Elementen zu Hause. Auf der Erde, in der Luft und auf dem Wasser. Mit unseren Zügen bringen wir jährlich mehr als 2,6 Milliarden Fahrgäste an ihr Ziel. 150.000 Busverbindungen täglich machen uns zum größten Anbieter im deutschen Bus- und Ballungsraumverkehr. Allein auf der Schiene transportiert unsere Tochter DB Schenker rund 380 Millionen Tonnen Güter pro Jahr. Und wo es keine Schienen gibt, kommen unsere Lkw zum Einsatz. Mehr als 1,2 Millionen Tonnen Güter fliegen wir mit unseren Kooperationspartnern jährlich an ihr Ziel und fast 1,5 Millionen Standardcontainer reisen per Schiff. Die Deutsche Bahn ist Europas einziges Unternehmen mit Eisenbahngeschäften, das weiterhin Gewinne schreibt. Trotz der Wirtschaftskrise hat die DB damit ihr Fundament für die Zukunft des Unternehmens gesichert. In diesen Zeiten keine Selbstverständlichkeit. Hier haben Management und Mitarbeiter Hand in Hand gearbeitet. Dass so einmal die Zukunft aussehen würde, konnte vor fast 175 Jahren noch niemand ahnen, als am 7. Dezember 1835 der Startschuss für das Eisenbahnzeitalter in Deutschland fiel. Mit gerade mal 30 Stundenkilometern legte die Dampflokomotive Adler die 6 Kilometer lange Strecke zwischen Nürnberg und Fürth zurück. Eine damals schier unvorstellbare Geschwindigkeit. 1920 ging aus zuvor 8 Staatseisenbahnen die Deutsche Reichsbahn hervor und wurde zum größten Arbeitgeber der jungen Weimarer Republik. 13 Jahre später sorgte der sogenannte Fliegende Hamburger für die seinerzeit schnellste Zugverbindung weltweit. Ab 1933 ließ er mit bis zu Tempo 160 Hamburg und Berlin deutlich näher aneinander rücken. 4 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde 1949 in der Bundesrepublik die Bundesbahn gegründet und zu einem der Motoren des Wirtschaftswunders. Am 29. Mai 1991 begann wieder ein neues Eisenbahnzeitalter in Deutschland. Der ICE war da und damit auch der Hochgeschwindigkeitsverkehr in der Bundesrepublik. Und nur 3 Jahre später wurde schließlich die Deutsche Bahn AG gegründet. 1994 kam damit die Reformdiskussion um Privatisierung und Zusammenlegung von Bundesbahn und Reichsbahn zu einem ersten erfolgreichen Abschluss. Nach der deutsch-deutschen Einheit auf der Schiene wächst der Eisenbahnverkehr auch europaweit immer stärker zusammen. Die Deutsche Bahn ist maßgeblich daran beteiligt. Seit 2007 fährt der ICE neben anderen Metropolen auch nach Paris, Aarhus, Wien und Kopenhagen. Die lange Tradition der Deutschen Bahn ist das Fundament unseres Einsatzes für umweltfreundliche Mobilität und Logistik heute und morgen. Auch deshalb setzen wir auf die Jugend und gestalten so als einer der 5 größten Ausbilder Deutschlands die Zukunft. Unsere Devise: Mobilität sichern, Emissionen mindern. Dafür steht vor allem die Schiene. Sie ist der klimafreundlichste Verkehrsträger. Schon heute beträgt der Anteil erneuerbarer Energien an unserem Bahnstrommix 16%. Moderne S-Bahn-Züge senken Energieverbrauch und CO2-Ausstoß um mehr als die Hälfte. Ob Transport und Logistik oder Personenverkehr, unsere Geschäftskunden können auf der Schiene komplett mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen fahren und schon bald auch alle privaten Kunden. Die Erdgasbusse der Deutschen Bahn produzieren fast keinen Ruß und deutlich weniger CO2 als Busse mit Dieselmotor. Und unsere Carsharing- und Mietfahrradangebote sorgen für umweltfreundliche Mobilität bis vor die Haustür.
Bis 2020 wollen wir unsere CO2-Emissionen konzernweit um 20% senken. Und wir haben eine Vision. Ein Schienenverkehr ganz auf der Basis von erneuerbaren Energien. Fast eine Viertelmillion Menschen weltweit sind die Garanten dafür, dass unsere Kunden sich stets auf uns verlassen können. Unsere Mitarbeiter. Ob im Führerstand, am Umschlagterminal, auf der Straße oder im Service. Mit hohem persönlichen Einsatz sorgen sie dafür, dass Menschen und Waren schnell und zuverlässig ihr Ziel erreichen. Ab dem Berufseinstieg und ein ganzes Arbeitsleben lang, wir sind immer für unsere Mitarbeiter da. Denn wir von der Deutschen Bahn sind Teamplayer. Ob in der kleinen Einheit vor Ort oder quer durch den Konzern. Miteinander und füreinander, das sind Werte, für die wir auch außerhalb des Konzerns stehen. Unternehmerische Verantwortung bedeutet für uns gesellschaftliches Engagement. Wir setzen nachhaltige Zeichen, ob für die Kultur wie etwa für Ruhe 2010, für den Umweltschutz oder als Förderer von Offroad Kids und der Stiftung Lesen, für die Kinder und Jugendlichen unseres Landes. Die Deutsche Bahn. Wir stehen für klimafreundliche Mobilität und Logistik, für eine starke Partnerschaft mit unseren Kunden, für gemeinsame Höchstleistungen im Unternehmen und für einen verantwortungsvollen Umgang miteinander. Wir bewegen Zukunft. Deutsche Bahn.